Willkommen wieder zurück zu Shadow Shock 2. Jetzt hier Level 7. Und zwar äußerst euch gleich mal, der drückt jetzt wieder Pause und die anderen, die starten jetzt mit mir volle Kanne durch. Special Sergeant Walker. Auf der Suche nach mir. Dark Knight? Oui? Die Verrückten, die meine Männer getötet haben. Sie sind White Knight? Sie sind nichts. Ihr ist White Knight. Das ist ein französischer White Knight, Professor. Wer hätte das gedacht? Den ich gefordert habe. Aber jetzt werden Sie seinen wahren Wert erkennen. Bitte nicht. Mit White Knight könnte dieser Krieg morgen vorbei sein. Wozu in die Schlacht gehen, wenn man mit dem Inhalt einer Petrischale Millionen Feinde töten kann? Wozu Krieg führen, wenn eine Infektion ihre Feinde dazu bringt, sich in Stücke zu reißen? Die anderen ihr sind lediglich Probanden, aber sie sind der verlorene Sohn, der Auserwählte. Aha. Es wird schmerzhaft sein, doch vor der Wiedergeburt steht stets der Schmerz, ne? Das ist Crank. Tag 4 sind wir schon. Gefangen. Gefangen. Man. Sagen Sie uns, wo White Knight ist. Übernehmen Sie die Folter, okay, ja, klar. Und Ihr Freund ist frei. Okay. Und Sie auch. Alles klar. Non dot lac pai do mau. Verstehe ich. Freiheit oder Tod. Oder deine Fresse. Woanders hin. Das reicht. Amerika betrügt sie. Und belügt sie. Warum wollen sie für ihr Land sterben? Wollen Warum sie wissen, für dein sterben? Was White Knight ist? White Knight verwandelt Menschen in Tiere. Bruder gegen Bruder. Sie denken, dass Soldaten nicht reichen, um den Krieg zu beenden. Sie sind nicht opferbereit. Deshalb wollen sie, dass wir uns gegenseitig abschlachten. Was ist da jetzt falsch dran? Oh, das ist langweilig noch hin. Wo ist White Knight? Taufer. Okay, verstanden. Na, der WC. Oh, ganz schlimm ins Gesicht schlagen. Ja, du wirst natürlich sofort sterben. Und wieder eine Taste. Immer noch weh. Das war sehr. Sie haben uns angelogen, Mr. Walker. Nein. Ihr Freund hier hat einen Tempel mit einem Buddha erwähnt. Einen Tempel, in dem sich White Knight versteckt. Hat er gemacht. Sag's ihn, oder sie töten mich! Einer von uns kennt diesen Tempel. Ein altes Lager. Meine Männer sind schon unterwegs. Wenn sie nicht gelogen haben, was ich für sie hoffe, lasse ich sie vielleicht frei. Sie haben versprochen, mich laufen zu lassen. Ja, Sie verdienen eine Belohnung. Sie sind ein freier Mann. Luna Boy. Doch erst müssen Sie sich von Ihren Freunden verabschieden. Was haben Sie vor? Einige von denen haben den Wunsch, Ihnen noch etwas zu sagen. Oh Gott, nein. Okay, so jetzt bin ich wieder. Ja, wir haben super Sachen verpasst. Eigentlich, also ich habe nichts verpasst. Ja, Messer. Da ist mit Sterben. Ich habe noch nicht mal eine Taschenlampe, das ist gerade ein bisschen dumm. Okay. Ich muss jetzt lang. Da nach oben. Warum klettert er jetzt nicht? Ach, jetzt klettert er hoch. Aha. Muss jetzt das magische Licht angehen. Und dein auf! Die Tür! Ach, ja, jetzt, WD. Was ist denn mein Schuh, Digga? DS. Boah, Sparta. Ja, man soll sich nicht mit Machete anlegen, ne? Was ich brauche, ist eine Waffe, keine Nicht-Waffe.
Gar nichts, ey. Ich brauche eine Taschenlampe, aber ich habe meine Taschenlampe nicht dabei. Ja. Komm, das schaffe ich locker. Das ist doch gerade scheiße, ne? Ah, ich will hier Munition für meine Pistole. Loading. So, okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Hier lang oder wie? Nee. Sind nicht die Infizierten drin, das wäre ein bisschen dumm, wenn wir da lang müssen. Oh, ich bin gerade nicht durch. Ohne Taschenlampe schafft es hier gerade irgendwie. Ist ein bisschen dumm gerade. Ich geh hier lang, ne? Das können wir wissen. So hier Headshot, Alter. Okay, nice. Deswegen brauche ich immer noch eine Taschenlampe. Ja, ich will meine Schallgeräte Waffe behalten. So, okay. Oh, jetzt, warum habe ich denn jetzt eine Taschenlampe? Schieß jetzt ja nicht auf mich, ne? Oh, ja, oh, Alter. Wird nicht gerade einfacher zum Schluss hin. Vielleicht brechen wir uns gegenseitig voll. So viel zum Thema Two Girls von Kaffee. Laufen wir durch den Dschungel. Realistisch. Oh, sterben! Sterben! Ja, ein Magazin da. Ja. Oh, endlich hier irgendeine scheiß Höhle. Ja, der bist du wieder mit seiner. Ja, das macht ganz viel Sinn. Schau sind sie nicht. Oh nee, da komme ich niemals mehr im Leben drüber. Im echten Leben. Das wäre. Oh nee, das schaff ich nicht. Mein Arm verloren. Was sagt man, wenn man Arm verliert, ist man noch Schmerzen hätte. Das ist voll unrealistisch. So, lustige, komische Kindergeräusche. Very crank, you know what I mean? Wow.
mich gerade irgendwie ein bisschen vergewaltigt. Ich glaube, wir haben noch dafür unsere super endqualifizierte schallgedämpfte Waffe. Schwing deinen Arsch hier rauf! Wir geben dir Deckung! Ja. Ich hatte hier einen Dampfen, Soldat. Willst du das Beste verpassen? Ja. Gerade schon wohl. Lauf doch zu, Idiot! Lauf. Warum sind meine Mates hier schon wieder so? Vom Sterben. Boah, fuck. Oh, ich hab ein Schwein gehabt jetzt, ne? Das war echt sowas von derbst knapp. Hier rauf, Soldat! Wie habt ihr den in den Ding getroffen? Durch die Wand geschossen? Danke, Mann. Ich bin was schuldig. Na los, Beeilung! Bin auf dem Weg. Oh, das war Level 7. Wirklich spannungsreiches Level, fand ich. Und ja, lasst Kommentare da, abonniert mich und wir sehen uns in Level 8, Ladies and Gentlemen. Here we go.